Herr segne dich. Amen. Der Herr segne dich. Amen. Der Herr segne dich. Schmeckt ja wie gekreuzigt und wieder auferstanden. Und was ist mit dem Wein? Die anderen geben immer noch Wein. Also, das ist bei den Evangelischen. Dies ist ein katholisches Gotteshaus. Ach, gibt's da einen Unterschied? Da gibt es allerdings einen Unterschied. Stimmt, ihr habt buntere Fenster. So sieht's also bei den Katholen aus. Ich spritz ab. Also, ihr seid doch die, bei denen man bei der Taufe in den Pipan schneidet, oder? Hm? Nein, das sind die Juden. Die Luden? Diese harten Zuhältertypen von der Reeperbahn? Die haben jetzt auch schon eine eigene Religion? Juden mit J! Moment mal, ich muss nachdenken. Aber ihr seid doch die, die glauben, dass Maria prall geworden ist, ohne dass Josef sie geferkelt hatte? Was? Wenn du damit die unbefleckte Empfängnis meinst, allerdings! Und während der Messe tut ihr euch nackt auspeitschen, Hühner ficken und Satanas, Satanas schreien. Das ist doch wirklich... Nein! Das sind die Satanisten! Ach so. Also, die Satanisten vögeln Hühner, die Juden vögeln ohne Vorhaut, die Luden vögeln ohne zu bezahlen und die Katholen werden schwanger ohne zu vögeln. Ja, so kann man sich das merken. Kriege ich noch einen von den Jesus-Chips?